Es gibt bei Konfidenzintervallen eine Fragestellung, die sehr, sehr häufig auftaucht. Und zwar, wenn man ein Konfidenzintervall hat, das beidseitig sein soll und welches ein Volumen von 95% umfassen soll. Das heißt also, ich habe ein beidseitiges Konfidenzintervall, in dem sollen 95% alle Ereignisse drin stecken. Dafür hat man eine relativ einfache Formel entwickelt, in Anführungsstrichen. Und zwar läuft es so: Die Grenzen vom Konfidenzintervall sind einfach, schreiben wir es dahin, Mittelwert, also Erwartungswert, nennen wir es so, Erwartungswert. Plus oder minus 1,96 mal Standardabweichung. Das heißt, diese Grenze, also in der Mitte hier irgendwo, habe ich meinen Erwartungswert, meinen Mittelwert. Und hier habe ich einen Erwartungswert minus 1,96 mal Standardabweichung. Und hier habe ich einen Mittelwert plus 1,96 mal Standardabweichung. Man erspart sich damit einen ganzen Scheiß über Taschenrechner eingeben, Tabellen auslesen, etc. etc. Sie werden sehen in den nächsten Aufgaben, die Anwendung ist in dem Fall sehr einfach.